meine lieben Kreativen, ich habe ein Unboxing für euch und zwar von der Firma One Day Saving. Und was da drin ist, das zeige ich euch jetzt. Ja, da ist einmal ein Bild drin und etwas, wo jetzt total meine Kamera durchdrehen wird, nämlich Glitzer. So, die Tüte tue ich mal gerade zur Seite. Dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit dem Glitzer. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Meine Kamera wird jetzt eskalieren. Ja, und zwar haben wir hier ein Klebeband. Ein Klebeband mit Strassstein. Guckt mal, ist das nicht cool? Ja, das ist Klebeband, wie gesagt. Das kann man dann zum Verzieren von so Produkten zum Beispiel nehmen. Also von den Bildern zum Beispiel ringsherum. Oder auch so zum Basteln. Richtig cool. Also ich finde das richtig schick. Und das funkelt, Leute. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen, dass meine Kamera nicht zu doll eskaliert, aber es glitzert und funkelt und richtig, richtig cool. So, ja, heute ist ja wie gesagt nur ein kleines Unboxing, aber das ist ja nicht schlimm. Nö. Deswegen kommen wir jetzt auch direkt zu dem Bild. Ja, das Diamond Painting Bild hat die Maße 80x40. Oh, das wird jetzt lustig. Ich glaube, ich kriege das gar nicht ganz hier auf meinen Tisch aktuell. Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal. Ich hole es mal gerade aus der Folie raus. Es hat 24 Farben. Viel Lila drin. Und da oben kann man schon so ein bisschen sehen. Ja, ich blende es euch auf jeden Fall nachher noch ein. Also nicht jetzt, ne? Weil erstmal gucken wir uns jetzt hier das Bild an sich an. So, also von der Breite her passt es schon mal super hier drauf. Und da ist es. Ja, und zwar ist das nämlich eine Lotusblume. Ja, die finde ich richtig cool. Also es sieht so ein bisschen abstrakt aus, das Bild. Fand ich richtig klasse. Ja, wir haben hier übrigens zwei Toolkits drin. Mit Wachs, Stift und Schiffchen. Ja, zwei Stück sind dabei. Das heißt, das könnt ihr auch zu zweit dann painten. Ne, das ist alles kein Problem. So, ich hebe das mal gerade ein bisschen an, dass das Licht nicht so dolle spiegelt. Aber guckt euch das mal an. Ist das nicht der Wahnsinn? Also wenn das genauso gut wird wie die Zeit, holla die Waldfee. Holla die Waldfee, sage ich nur. Ja, hier haben wir Zipbeutelchen. Wir haben Zipptütchen. Das sind übrigens runde Steine. Ja. Und ich finde das richtig gut mit den Zipbeuteln. Also ist auf jeden Fall nachhaltig, weil die... Boah, ist das viel lila. auf jeden Fall kann man die halt sehr gut wiederverwenden und ich verwende die auch wieder. Hier haben wir zum Beispiel so einen hellen rosa-lila Ton. Richtig cool. Finde ich toll. Gerade gucken, hier ist noch so ein dunkles Lila. Und hier ist noch ein dunkleres. Das hier ist, glaube ich, die 550. Die 8. Ja, ist die 550. Also die ist echt toll. Richtig, richtig schöne Steine. Da kann ich nicht meckern. Wirklich Bombe. So. Wie gesagt, also das Bild hier ist auch richtig cool. Ich liebe es, ich liebe es. Sehr viel Lila drin und dann halt zentral die Lotusblume. Und ich glaube, ich werde in die Lotusblume Ebis einbauen. Ich glaube, das sieht cool aus dann. Ja. Ja, wie gesagt, das Bild hat die Maße 80x40. Runde Steine.
24 Farben. Ein super Druck. Könnt ihr das sehen? Ein super Druck. Und auch die Klebefläche wird wieder richtig super sein. Oh ja. Oh ja, oh ja. Die ist richtig gut. Ja, ich blende euch gerade das Bild mal ein, so wie es dann aussehen wird. Nee, dass ihr das auch schön sehen könnt. Ja, auf jeden Fall. Ja, ein herzliches Dankeschön an One Day Saving, dass ich diese tollen Produkte testen darf und dass ich sie euch zeigen darf. In diesem Sinne, euch erstmal noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Unwetter ist nicht so schlimm wie bei uns und ja, passt auf euch auf. Ich hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.